Hallo liebe Dschungelkinder, heute melde ich mich mit der letzten Knobelaufgabe für die Osterferien bei euch. Wir haben ja schon erfahren, nach den Osterferien bleiben die Schulen erstmal geschlossen. Dazu werde ich mich in einem anderen Video nochmal bei euch melden. Jetzt soll es aber nochmal um die letzte Knobelaufgabe gehen, um das, was du vielleicht jetzt in den Osterferien nochmal anpacken möchtest. Du kannst dir auch meine letzten Videos zu den Knobelaufgaben angucken, falls du es noch nicht getan hast. Da nochmal ein bisschen rumknobeln, die Zeit sinnvoll nutzen jetzt. Aber heute geht es vor allen Dingen darum. Jetzt fragst du dich vielleicht, was um alles in der Welt soll das denn sein? Das sieht ja aus wie Plusaufgaben, beziehungsweise da unten ist ja sogar noch eine Malaufgabe mit Schuhen, mit irgend so einem Jungen und mit Tüten voller Gummibärchen oder anderen Süßigkeiten. Was soll das denn sein? Ich werde es dir erklären. Diese roten Schuhe, der Junge und die Tüte mit den Süßigkeiten stehen jeweils für eine andere Zahl. Und wenn man diese Zahl herausfinden möchte, oder man muss diese Zahlen herausfinden, um nachher darauf zu kommen, was eigentlich da unten bei dem Fragezeichen hinkommt. Ich zeige dir das ganz oben, weil dann wird es relativ einfach. Du hast dreimal das rote Schuhpaar. Ja, da ist das rote Schuhpaar plus das und dieses rote Schuhpaar dreimal plus gerechnet, wir wissen schon, das kann man auch anders rechnen, mehr verrate ich da nicht, ergibt die Zahl 30. Okay, soweit, so gut. Jetzt haben wir den Jungen plus das rote Schuhpaar. Das sollten wir eben aus der oberen Aufgabe schon herausgefunden haben, was das rote Schuhpaar, was sich da für eine Zahl hinten dran versteckt. Und wenn wir das richtig gemacht haben, dann erfahren wir auch, was diese Aufgabe hier unten ergeben soll. Der Junge plus das rote Schuhpaar, das wir ja dann schon kennen. Und das ergibt 20. So, und dann kommen diese Süßigkeitentüten ins Spiel. Denn wenn wir jetzt den Jungen herausgefunden haben, welche Zahl sich dahinter versteckt, dann finden wir auch heraus, was sich hinter den Gummibärchentüten oder den Süßigkeitentüten versteckt. Nämlich Süßigkeitentüte plus Junge ist 13. Auch das können wir wieder gut herausfinden, wenn wir herausgefunden haben, was es mit den roten Schuhen auf sich hat und mit dem Jungen. So. Das ist jetzt schon ein bisschen knifflig, jetzt wird es aber noch kniffliger. Denn selbst wenn du durch die ersten drei Aufgaben herausgefunden hast, welche Zahlen sich hinter dem roten Schuhpaar, dem Jungen und den Süßigkeitentüten verbergen, dann wird es jetzt richtig knifflig, denn hier unten verändern sich die Bilder ein bisschen. So haben wir zum Beispiel hier unten den Jungen mit den beiden Süßigkeitentüten in der Hand. Das rechnen wir jetzt mal, Achtung, nicht mehr plus, sondern mal eine Süßigkeitentüte. Achte darauf, es ist eine, keine zwei. Und dann rechnen wir das Ganze noch plus einen Schuh. Wir haben kein rotes Schuhpaar, sondern wir haben nur einen roten Schuh. Und wenn du dir mal die Füße des Jungen ganz vorne ganz genau anguckst, dann stellst du auch fest, dass wir da an dieser Zahl einiges dran verändern müssen. Probier es einfach aus. Schreib mir in die Kommentare deine Lösung. Es gibt tatsächlich auch nur eine mögliche Lösung. Schreib sie mir hier unten rein und ich kann dann darauf reagieren, indem ich sage, ja, das ist richtig oder nein, da musst du noch mal etwas nachknobeln. Ich werde dir die Antwort nicht verraten, aber du versuchst mal auf die Lösung zu kommen. Und die Kinder aus meiner Klasse können natürlich über ihre Eltern in die sichere Plattform ein Video hochladen, eine Zeichnung hochladen, wie sie das gelöst haben, eine Rechnung hochladen oder vielleicht auch eine Frage stellen, wo sie sagen, ich verstehe das nicht, kannst du es nochmal erklären? Ich möchte ja, dass ihr dabei Spaß habt und nicht, dass ihr da steht und sagt, ich kann das nicht lösen. Viel Spaß beim Knobeln, ich bin gespannt auf deine Antworten. Ganz liebe Grüße, dein Herr Smart.